Hey, was geht ab? Hier ist der Dwayne LP am Start mit Tomb Raider. Jetzt hätte ich fast Sleeping Dogs gesagt, aber nein, es ist Tomb Raider mit der Lara Croft, Lara Croft natürlich. Und ich habe halt ein bisschen an der Grafikeinstellung gearbeitet. Und ja, also es läuft alles noch flüssig, das ist schön. Ich habe alles auf Ultra gestellt, alles auf Hoch, was nur geht. Und ich weiß nicht, was wir jetzt machen müssen. Okay. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Okay. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Okay, dann suchen wir mal. Finden Sie ein Lager und führen Sie ein Upgrade der Axt durch. Okay, machen wir doch. Bergungsgut. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffenausrüstungsmenü zu verbessern. So, cool. Wir müssen jetzt die aufwerten. Gut. Verstärken. Neues Upgrade. So. Können wir noch was anderes upgraden? Können wir sogar drehen, Alter. Yeah. Jedenfalls habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen, dass Sleeping Dogs ja so halb zu Ende war. Es lag halt. Soll's losgehen? Ja, gleich. Kann losgehen, Doktor. Dann leg los. Ja, gleich. Das lag halt daran, dass mein PC ja gecrashed ist. Ich kann von frohem Glück reden, dass mit Tomb Raider alles in Ordnung war. Aber Steam Backup hat gemeint, ja, Sleeping Dogs ist nicht. Kannst du knicken, und mich hat das halt ein bisschen geärgert. Und ja, das hat schon ziemlich genervt, finde ich. Und deswegen, ja, bin ich froh, dass es Tomb Raider halt geschafft hat. Ja, auch hier in der Hinsicht mit der Tür. So. Yeah. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Also ich habe ja... Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nö, macht er nicht. Ich habe bei den Grafikeinstellungen habe ich beispielsweise das Dress FX bei eingestellt, was halt AMD oder die HD Radeon Karten halt so haben, entworfen haben, entwickelt haben. Ja, ja. Und man sieht halt wirklich bei Lara so die einzelnen Haare wehen, ja, so, und das finde ich halt ziemlich cool. Was halt so ein bisschen buggy ist, dass sie genau im Hals verschwinden manchmal, das ist richtig krass. Aber so schwer soll es ja nicht sein. Aber ich finde das ziemlich nice, finde ich. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Genau, wenn wir sie überleben. Ausruhen geht nicht, Lara. Nee, ich guck mich hier nur um. Das ist alles easy. Ich will mal gucken, was es so alles ist hier. Das sieht alles so ziemlich krass aus. Alles so schick und so und alles so geil und oh, das ist einfach so awesome. Yeah, Mann. Auf jeden Fall, das macht mir richtig Spaß. Was ist das? Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch Sie. Zurück. Wir können Ihnen nicht trauen. Oh, Pfeil im Bogen, ja. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein.
Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das! Nein! Nein! Mein Gott. Alter, lass Lara in Ruhe! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Übel. Toll. Die können nicht mal Russisch übersetzen, oder was? Was ist das denn? Schreiben die einfach nur so ganz Russisch. Au. Tut ihm nichts, bitte! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Alter. Alter, was geht hier ab, Mann? Komm schon, Lara. Los! Hoch mit dir. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Komm schon, dreh dich weg. Dreh dich weg, du Noob. Wie sieht's aus? Das war... Alter. Wo geht's denn jetzt lang? Geht's da jetzt rein? Diese Gruppe hat's echt in sich. Die meisten werden getötet. Wow. Hilfe! Überall sind sie vor mir. Böse. Komm schon, Lara, das schaffen wir, oder? Das schaffen wir auf jeden Fall. Hoch mit dir jetzt. Wow. Nichts. Komm schnell, das schaffen wir. Wow. Komm rein da. Wow. Ja, du meinst, spreche, Kukla. Oh mein Gott, Lara. Och nee, das ist doch jetzt echt nicht wahr, oder? Ich verstehe den eh nicht, was er labert. Lass die Finger von Lara. Oh. Oh, da habe ich sie zu spät gedrückt und so. Ich habe sie sterben lassen. Oh mein Gott. Das ist extrem, ey. So schnell kann man doch gar nicht reagieren. Nochmal das Ganze. Komm schon. Ah, schön in die Eier rein. Oh. Ey, was willst du? Oh, du bist so ein Russe. Ah ja, schön das Ohr abbeißen. Komm schon, Lara. Schnapp dir die Waffe. Lad durch. Diese Quicktime-Events. Komm schon, Lara. Drück ab. Schön in den Kopf rein, Alter. Boah. Boah, voll die Rübe weggefickt. Lara sieht total fertig aus und der ist... Die ist total fertig, Alter. Nicht kotzen, Lara. Die ist erstmal geschockt. War so richtig geschockt. Also, das ist echt heftig, auch schon für mich alleine jetzt. Gerade diesen Moment. Das ist... Solche Spiele mag ich, die Atmosphäre haben, die Emotionen zeigen. Ja, das ist einfach so awesome. Und, ey, da mache ich voll mit, Mann. Ich könnte... Oh, Lara, Alter, du bist so tough, Mann. Komm schon, jetzt haben wir eine Pistole. Können wir eigentlich auch... Können wir jetzt eigentlich auch... Ah, cool, so können wir wechseln. Ich will nämlich keinen Krach machen. Können wir eigentlich hier lang? Nee, können wir nicht. Schade. Die brennen anscheinend hier das ganze Dorf ab.
Und wir müssen jetzt erstmal gucken, wo die so. Da oben unten ist einer. Keine Munition mehr. Fuck, was? Wir haben keine Pfeile. Okay, so wechseln wir. Ja, wir haben alle beide keine Munition. Bei allen beiden nix. Kann ich jetzt hier eine Fackel anmachen? Komm schon, mach eine Fackel an. Geht doch. Geht's hier lang? Geht's hier lang? Nee, hier geht's nicht lang. Schade. Langsam. Langsam. Oh, schon wieder eine Sequenz. Wow! War das gerade ein Pfeil? Da ist noch eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Komm schon, lad durch, Lara. Atme durch. Krieg's einen Headshot, Digga. Oh, ich kann ja Tote auch plündern. Cool. Können wir den auch plündern? Ne, den können wir nicht plündern. Aus dem Grund schon alleine, weil wir ja Freunde sind. Jetzt müssen wir mal hier lang. Komm schon. Komm schon. Die Tür kriegen wir auch noch auf. Oh. Ja. Ach komm, Lara. Selbst Feuer bringt uns nicht um. Komm schon. Tritt durch. Genau. Oh, Freiheit. Oh, jetzt haben wir vergessen, da zu gucken. Ach, da war eh nix. Hier ist noch was? Das ist so eine schöne Kiste. Oh, Pfeile. Geräuschekill. Benutzen Sie den Bogen, um Gegner lautlos auszuschalten. Okay. Achso, die Funktion haben wir ja noch nicht. Also die Fähigkeit haben wir ja auch noch nicht, dass wir Pfeile aufheben können. Aber den können wir erstmal looten. Kleinen Drecksäcke, Alter. Die bringen wir jetzt alle um hier. Achso, voll. Okay. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin immer so schnell. Ich muss langsamer werden, muss ich sagen. Okay, wohin muss ich jetzt? Also okay, ich muss da anscheinend drüber springen. Genau, jetzt muss ich. Jetzt muss ich da hoch. Was war es denn? Wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Das heißt gutes Material. Wir werden es bald wissen. Was? Ihr müsst. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Der ist mal runtergefallen, das ist nice. Erstmal schön alle. Alter, den kann man nicht looten oder was? Was ist das denn? So, nee, die wollen wir nicht. Komm schon, Lara. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Okay, da ist auch eine Leiter. Ist hier was?
Nee, hier ist nichts. Komm schon, Lehrer. Das schaffen wir auch noch. So. Boah, Alter, was wir jetzt alles erlebt haben, das ist ja echt extrem heftig. Muss ich jetzt mal echt zugeben. Das ist ja schon krass, ja. Finden wir hier was? Hier oben irgendwie? Hier blinkt was. Geocaching Bergtempel Set bekommen. Okay. Okay, mit der Kiste kann man nichts machen. Aber hier ist noch eine Kiste. Mal gucken, ob wir hier unten irgendwas haben. Nee, haben wir nicht. Alter, also du hast schon eine leichte offene Welt, aber hier ist erstmal ein Lagerfeuer. Da ist eine Höhle, oder? Aber mach die